Moin, oh Freunde, und damit begrüße ich dich wieder herzlich zurück zu Super Mario Galaxy Nr. 1. Heute werden wir, ihr seht's ja schon, im Herbstlandwald gibt's noch einen Secret-Stern. Davon weiß ich noch nichts. Aber wir werden ihn auf jeden Fall jetzt herausfinden, wo er ist. Und das würde ich gerne selber mal wissen. Mal gucken, vielleicht finde ich den ja relativ schnell. Lol, was ist denn das? What? Also ich bin jetzt bei diesem Baum gelandet gerade. Hä? Da ist eine Glocke. Oh, eine Münze. Oh, wow. Okay, warte mal. Da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Ist das vielleicht ein Secret, was wir noch nicht entdeckt haben? Muss ja. Oder? Also irgendwo, wie gesagt, gibt es hier noch einen Secret-Stern. Ich würde mal behaupten, das könnte hier sein. Irgendwas muss es ja mit dieser Glocke auf sich zu tun haben. Oh nee, keine Ahnung, hä? Irgendwas muss es doch sein. Du kannst mir doch nicht erzählen, das ist hier... Was ist denn das für ein Secret? Was? Ja, danke schön. Und das soll ich jetzt noch schaffen oder was? Mit Zeit oder wie? Ja, komm. Schaffst du doch ja nicht mehr. Wie sollst du denn das machen? Mensch, Mario. Alter, du bist so ein Bleppo, ne? Ja, schaffe ich nicht mehr, Leute. Boah, oh nee, ist die ätzend, die Mission. Vor allem, du musst so genau sein. Ja, okay. Kannst du vergessen, Alter. Na komm. Alter, als ob man so... Wenigstens haben die Entwickler richtig viel Zeit gelassen, weil das ist eine Mission. Oh Gott. Pff. Das war der Secret Stern. Oh Mann, ey. Kann ich einfach nichts mehr zu sagen, ne? Das war einfach der schlimmste Stern. Oder einer der schlimmeren Sterne. So, nein, wir werden nicht speichern. Wir werden gleich mal weitergehen. So, wir haben hier jetzt ein... Oh, ja, komm. Lila Mission machen wir auch noch. Die Lila Münzenmission. So, Anflug des Lila Kometens. Die Lila Münzen im farmfrohen Wald. Wird wahrscheinlich auch nicht auf Zeitdruck sein, aber... Wir müssen alle einsammeln. Ätzend. Das sieht ja voll aus, als ob das Zeit wäre. Och nö. Das ist nicht auf Zeit. Ich halte lieber das nächste Mal meinen Mund. Wenn ich das nicht beim ersten Mal schaffen sollte, ne Leute, ihr kennt's ja. Aber warum nimmt man eine Zeitmission? Ich hasse solche Missionen. Ach, ey. Aber vielleicht haben wir ja genügend Zeit. Hör auf zu ticken, Uhr. Das Gute ist, es ist alles auf dem Weg an sich. Also es ist eigentlich nicht schwer zu verfehlen. Außer man ist komplett blind. Und wenn ich jetzt eh eine Münze vergesse, ne? Weil ich komplett blind bin oder so, naja, ne? Lost. Und ich mache das ganz gemütlich, weil ich denke, die Zeit muss einfach ausreichen. Überlegt mal, die letzten eine Sternmission, die hat jetzt auch, sagen wir mal so, sehr viel Zeit für uns gehabt. Also wir hatten wirklich viel Zeit gehabt, also ohne Witz.
Nee, warte, warte. Gib mir erst die Münze, dann können wir ja nehmen. Dann können wir auch gleich mal schaukeln. So, die zwei Münzen haben wir. Jetzt ist die Frage, kommen wir auch hoch ohne Bean Mario? Oder ist das nicht möglich? Eigentlich müsste es möglich sein. Dann müssen sie ja halt andere Blöcke dorthin backen. Und ja, die haben es. Die haben es auf jeden Fall möglich gemacht. So, jetzt dürfen wir es nur nicht verkacken. Sagt er und fällt runter. Oh Mann. Bis hierhin muss man 70 haben. Ja, hatte ich auch. Sehr gut, dann holen wir hier uns und die Nummer 71. Oh, und wie komme ich denn darauf? Ah. Oh, Mario, bitte nicht. Alter, wenn du runterfällst, ne? Kotzig. Ja, komm, eine Minute safe, habe ich noch hier noch Zeit. Boah, ist das dein Ernst, Spiel? Alter, dein... Ich wollte gerade sagen, stecke ich jetzt da fest, wäre ich sauer gewesen. Ach komm. Nein, Mario, Mann! Oh! Hä, was macht der denn jetzt? Ja, danke. Komm schon. Ja, jetzt habe ich alle. Oh, meine Güte. Ist das ätzend. Ja, mach hin, Ranke. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Dankeschön. Ja, go for it. Alter, vor allem nur so wenig Zeit. WTF. Und ich war schon so schnell. Nimm auf, Alter. 10 Sekunden habe ich für den Kackstern. Das war die beschissenste Lila-Mission, die es gibt. Als ob. Ich hasse diese Lila-Mission. Ey, noch knapper geht's gar nicht. Also es war auf den Punkt genau. Oh, bitte, lass uns ohne Lisa-Mission weitermachen. Dankeschön. Komm, wir gönnen uns jetzt wenigstens eine entspannte... Oh, eine entspanntere Gegend. Naja, Reifen Ozean Galaxie, ne? Wie der Name schon sagt, wird ziemlich entspannt. Und wir müssen den Meeresganoven jagen. Easy. Oh, aber ich muss sagen, diese Galaxie gefällt mir sehr. Vor allem so schön idyllisch. Ah, doch, die gefällt mir. Die ist ganz schnucklig, aber ihr könnt mir vorstellen, die ist dann schon groß. Können wir die wegen diesem Ganoven nichts unternehmen? Dieser Ganove ist ja echt ein schneller Schwimmer. Ey, probier mal mit einem Panzer zu schwimmen. Was hast du mir? Das hier ist der reiften Ozean. Aber momentan treibt hier der Meeresganove sein Unwesen und will uns nicht mit spielen lassen. Tauchen mit CL, vergiss es nicht. Okay, Toad. Toad. Kannst du mir nur irgendwas erzählen? Das ist also der Meeresganove. Dem werde ich was verpassen. Ja, tot. Sehen wir gleich. So, wir werden erstmal ein bisschen hinträgen. Ich weiß nicht, wie schwer der sein wird. Wir werden es gleich sehen. Wer bist du denn? Ein Freund der Pinguine oder was? Wenn du dieses Meer zurückhaben willst, musst du durch die acht
Ringe schwimmen. Und das schneller als ich. Acht. Ja, okay, das scheint jetzt nicht das Problem zu sein. Au. Sagte er und läuft gegen alles. Sieben. Da hinten haben wir die sechs. Also ich glaube, das ist eine einfache Mission. Oder? Oder, Freunde, komm, das wird doch eine einfache Mission. Ach, wir müssen auch nebenbei auch Luft einsammeln. Luft. Klärchen. Oh nee, ist das gemein hier drin. Aber hier hat er keinen Ring gelassen. Sehr sozial von ihm. Uiuiui. Also wir hätten auch jeden anderen Weg nehmen können. Alter. Jo. Was geht? Komm, einen noch. Wait, what? Das war's? Das war die Mission? Hast du ja nichts mehr dazu zu sagen? Nicht schlecht für einen Menschen. Ein Hai, ein Wort. Du kannst nun frei im Meer schwimmen. Dankeschön. Soll ich das hinterfragen? Nee, ne? Am besten nicht. Ja komm, wenn wir schon im reifen Ozeangalaxie sind, dann können wir die auch gleich weitermachen. Also, ohne Witz. Ist ja wenigstens was schön entspanntes. Nehmt also eure Badesachen mit und kommt am Strand. Der reifen Ozeangalaxie. Ich werde natürlich andere Sachen noch tun. Wie zum Beispiel den Schattenkometen erstmal machen. Och nee. Ich hab doch ein Trauma mit diesem Schattenkometen. Ah, überhol den Schatten im Herbstwald. Bitte lass es mir so schwer sein. Bitte lass mich nicht fluchen. Bitte lass mich nicht fluchen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Erwartet 100 Versuche. Komm, das kriegen wir jetzt hin. Beim ersten Versuch, bitte. So, wir springen hier mal ein bisschen vor. Jo, der ist ja nicht mal so schlecht. Aua, du... Oh, du Wichtall. Nein! Ja, das war's schon. Meine hat halt gedacht, erstmal zu, ne? Erstmal auf den Boden zu springen, anstatt rüber zu springen. Cool, ne? Komm schon! Ja, 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 ja! Oh, Alter! Nicht schlecht. Gerade noch so gerettet. Aber das war schon heftig. Kein leichter Stern. Aber der war relativ nah, also man muss ehrlich sagen, so viel musste man jetzt in dieser Welt nicht tun. Jedenfalls haben wir jetzt den Herbstwald zu 100% abgeschlossen. Wir können uns glücklich schätzen, wir brauchen nie wieder dorthin. Dafür gehen wir jetzt im Reifenozean weiter. Und den gönnen wir natürlich uns noch. Ich hoffe mal, die Missionen sind nicht so lang, aber es ist halt eine riesengroße Galaxie, wenn man es so nimmt. Super schnell, Ping-Ping-Rennen. Ah, das kriegen wir doch noch hin. Klar. Da sehe ich uns. Und da die Pinguine jetzt sowieso Ferien haben und nicht mehr gegen diesen Superganoven kämpfen müssen, werden sie bestimmt auch ein kleines Rennen gegen uns machen, oder? Ja. Oder was sagt ihr? Lass uns ein Rennen machen. Ja, sag ich ja. Direkt.
Hey, das Pinguinrennen wird jeden Augenblick beginnen. Willst du mitmachen? Ja, komm. Easy. Alles klar, dann mach dich mal bereit. Ich bin immer bereit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die überholen kann. Oh, der Dicke ist aber nicht so schnell, ne? So, derzeit Platz 4. Nur ich habe halt keine Ahnung, wo es lang geht, ne? So, erstmal kurz Luft geschnappt. Aber ich glaube, wir könnten die nur locker überholen, oder? Ich schätze mal nicht, dass die so schnell sind. Guck mal, wir machen einfach engere Kurven als die und dann ist schon vorbei. Das ist eine schöne Mission, finde ich. Die hätten... Also, das hätten sie auch eine Mission extra machen können, wo die ein bisschen schneller sind natürlich. Aber für Anfänger wie mich ist das genügend. Ach, guck mal, hier kriegst du noch einen Boost, Junge. Ja, easy. Aber ich glaube, die Boost musst du mitnehmen, weil sonst verkackst du das hier. Ja, komm. Das war ein schönes Rennen. Schön entspannter erster Platz. Eins, 17. Meine Güte, du hast es richtig drauf. Hier gibt's die Goldmedaille für den Champion. Dankeschön. Den nehme ich auch gerne an. Damit haben wir den nächsten Stern in dem Reifen-Ozean-Galaxie bekommen. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Stern, also vom regulären Spiel. Da gibt es ja noch Secret-Sterne. Die werden wir auch noch holen müssen. Aber erstmal den Ehen-Stern auf unsere Tash. So, und jetzt weiß ich, warum dieser Weg hier noch existiert. Für diesen Gourmet-Luma, Junge. Für den Kleinen hier gibt es noch. Lalala, hey du da. Hast du ein paar kleine Sternteile für mich? Ich will sie alle essen. Komm, gib's mir. Komm, ich brauche noch ein paar Sternteile. Ich brauche nur 1000, um mich zu verwandeln. Wird. Habe ich zu viel für das Spiel gesammelt? Dann kommt ja nur 2000 übrig. Das war's. Mein Bauch ist voll. Jetzt kommen wir zum Platzen. Zum Verwandeln. Oh, eine wunderschöne neue Galaxie haben wir jetzt. Wir gucken die uns wie gesagt gleich an, weil zeittechnisch haben wir noch echt guten Puffer. Wir sind gut durchgekommen. Jetzt kommt was? Die Sandstromgalaxie ist dein Lieblingspilz. What? Okay, ich glaube, das wird doch ein bisschen länger dauern als gedacht. Aber das sieht cool aus. Aber warum sagt jemand, warum steht im Titel, ist dein Lieblingspilz? Das macht doch ja keinen Sinn auf dieser Map, oder? Mario? Nein? Oh Gott. Ach, deswegen! Ich verstehe, warum. Oh, hi, Buhu. Komm knutschen. Bat. Nein, Buhu, das war nicht mein Ernst. Hau ab. Nicht knutschen, komm. Lass den alten Mario leben. Warum bin ich gestorben? So, jetzt nochmal. Wie komme ich da durch, ohne getroffen zu werden? So. Hä? Ich verstehe null, warum ich getroffen wurde. Wait, what? Was muss ich tun? Mario, nein, was machst du? Ich bin doch Die Steuerung ist... Alter.
Nein, mach doch das nicht, Alter. Ich will doch, dass du springst und nicht runterfällst. Was bist du denn für ein Oschi, Alter? Jo, ey, du hast wohl ein bisschen zu viel Lack gesoffen. Oh Mann, ey, meine Güte. Nein! Oh, Mario, du bist ein Lappen! Oh, ich hasse diese Mission, die ist so ätzend. Oh, Mann, ey. Das ist so eine Lackmission, die kann man doch nicht gewinnen, ey. Im Ernst? Boah, Leute, ne? Ich war jetzt schon richtig am Verzweifeln, warum ich diesen Sprung nicht dreimal geschafft habe. Ey, der hat mich getriggert. So, den Stern haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Puh. So, Galaxie komplett. Luma auch erledigt. Abbrechen. Oh, wir sind durch. Ich hol mir noch kurz... Was? Achso. Ich hol mir noch mal kurz das Geschenk von Toad ab. Oder von Prinzessin Peach. Ich glaube eher von ihr. Genau. Und dabei bedanke ich mich herzlich für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr jetzt ein Like da lassen. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.